Heute werden wir mit unserer Waldspaßgruppe ganz viel machen zum Thema Werfen und Fangen. Und ganz beliebt sind immer diese Footbälle oder so verschiedene Modelle. Wir haben hier welche, die sehr weich sind und ja, gut zu fangen sind. Und werden jetzt mal das erste Spiel machen, indem wir einfach nur mit der Gruppe durch den Raum laufen und uns die Bälle zuwerfen. Jetzt spielen wir ein kleines Mannschaftsspiel mit dem Football und das heißt, dass die Person, die den Ball hat, die darf nicht laufen, die muss stehen bleiben. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, dass Teammitspieler sich anbieten, um dann den Ball zu fangen und man kann punkten, indem man zum Schluss auf die Matte springt, wie so ein Touchdown mit dem Football. Und man darf nur mit einem Sprung auf die Matte springen, ja? Also nicht mit drei Schritten, weil der den Ball hat, darf sich ja nicht bewegen. Also man muss so nah an die Matte herankommen, dass ich mit einem großen Sprung auch da landen kann. Okay, let's go! Also wir haben zwei Laufwege, einmal die gelben Markierungszelle auf dem Boden, wir haben die Zahl 1 bis 8 und einmal die blauen Hütchen, auch die Zahlen 1 bis 8. Und damit die Kinder erstmal den Laufweg kennenlernen, machen wir das erst ohne Werfen, sondern nur in einem Verfolgungsspiel, dass einer startet bei der 1 und ab der 2 darf der nächste hinterherlaufen und muss versuchen, denjenigen zu fangen. Aber muss natürlich auch die einzelnen Markierungsteller berühren und darf nicht abkürzen. Wir haben im Hintergrund jetzt Hütchen aufgebaut und geben den Mannschaften jetzt erstmal die Chance, einen Durchlauf zu testen. Das heißt, sie müssen von 1 bis 4 sich zuwerfen, dann auf die Plätze 5, 6, 7, 8 wechseln und dann auch wieder ein Kirschkernsäckchen zuwerfen. Und nachher hat das mit zwei Teams gemacht und ja, welche Mannschaft zuerst ankommt, die hat gewonnen. Das ist jetzt ein Spiel, wo wir auch mit Assistenz arbeiten, weil das jetzt für manche Kinder sehr, sehr schwer ist, erstmal den Weg einzuhalten bei einer bestimmten Farbe, dann auch mit Zahlen umzugehen, auch Zahlen überspringen. Und ja, und deswegen wird jetzt hier das Spiel halt von Betreuern mit unterstützt. So, jetzt haben wir hier auf dem Boden Gymnastikmatten verteilt und haben ein Team, was in dem Innenkreis steht und ein Team, was in dem Außenkreis steht. Jetzt geht es darum, dass die innen stehen, die müssen jetzt einen Football, der nicht ganz so leicht zu handeln ist, immer weiter reichen oder werfen. Und in der Zeit müssen die Äußeren das andere Team schaffen, einmal herumzulaufen. Wir gucken einfach mal, wer schneller ist. Laufen oder werfen? Wir haben das Spiel jetzt ganz bewusst gespielt mit dem Football, weil der schwerer zu fangen ist. Und ja, dass die Äußeren auch eine Chance haben vom Laufen her, das zu schaffen, weil normalerweise ist es so, dass der innere Kreis das ganz schnell werfen oder weiterreichen kann. Wenn man aber jetzt das Gefühl hat, dass das gar nicht geht, dann kann man natürlich den Schwierigkeitsgrad verändern, indem ich leichtere Bälle oder Kirschkernsäckchen nehme, was besser zu fangen ist. Okay, los.